Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinos 3 mit der Unterschiede im Stammbaum-Challenge. Und wir sind jetzt bei Generation 3 angekommen. Im Hintergrund seht ihr die gute Emilia im Teenageralter. Wenn ihr euch zurückerinnert oder dass die zweite Generation geschaut habt mit Luisa, dann wisst ihr, dass Emilia als Kind in einem Internat war. Und jetzt als Teenagerin kann ich endlich aktiv mit ihr an ihrer Generation spielen. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ich kann euch ja mal sagen, was wir so tun müssen mit ihr. Also, sie wird auf jeden Fall ganz viel reisen. Was ich an Sims 3 so liebe und was ich mir für Sims 4 noch so wünsche, sind diese Reiseländer, also Frankreich, Ägypten und China. Da kann man ja ganz verschiedene Sachen machen und genau. Emilias Aufgabe wird es sein, alle Länder zu erreisen und dort sozusagen alle Geheimnisse zu lösen, zu lüften. Ich kann euch ja mal schnell sagen, was man alles machen kann. Also, erstmal hieß es, meine Eltern arbeiten ständig und ich war immer alleine. Also ging ich auf Reisen, als ich alt genug dafür war. Das stimmt, sie war immer alleine. Ich meine, Luisa ist ein richtiger Workaholic und auch Stanley hat ja immer wirklich sehr viel gearbeitet. Er war erst in der Feuerwehrkarriere, dann ist er jetzt Akrobat gewesen. Ich habe jetzt wirklich lange alleine gespielt, bis Luisa halt aus diesem Kinderalter raus war, weil wir jetzt halt wirklich nicht mehr so viel Neues machen konnten mit der Familie. Und jetzt freue ich mich wirklich darauf, dass sie eine Teenagerin ist. Genau. Und ja, deine Eltern schienen mehr Zeit im Büro zu verbringen als oft zu Hause. Und du hast dich entschieden, die Orte zu besuchen und die Welt außerhalb deiner Heimatstadt zu erkunden. Das machen wir aber, wie gesagt, jetzt schon als Teenagerin. Ich warte jetzt nicht, bis sie eine junge Erwachsene ist. Ich, wie gesagt, reise jetzt gleich mit ihr. Am Anfang kommen natürlich dann auch immer ihre Eltern mit. Die können ja dort chillen und den Urlaub genießen. Und Emilia wird dann dort halt die Geheimnisse entdecken und so die Orte ersuchen. Genau, was müssen wir mit ihr machen? Wir müssen alle Reiseländer besuchen, also alle drei. Wir müssen das höchste Visum leveln für alle Reiseländer erreichen. Das wird eine ganze Zeit lang dauern, das kann ich euch sagen. Also wir werden sehr, sehr, sehr lange mit Emilias Generation verbringen. Wir werden sehr lange mit ihr spielen, weil das dauert schon lange in einem Land und in drei Reiseländern. Ich glaube, ich habe es nicht einmal geschafft, das komplette Visum-Level in ein Land zu erreichen. Und ich habe wirklich lange früher Sims 3 gespielt. Ich war lange nicht mehr in diesen Reisewelten. Deswegen freue ich mich sehr darauf, das jetzt mit ihr zu machen. Wir müssen die Fotofähigkeit perfektionieren mit ihr. Man muss schließlich Fotos haben, um sich an alles zu erinnern. Ich will aber noch mehr perfektionieren. Ich will nicht nur die Fotofähigkeit mit ihr perfektionieren, sondern alle Fähigkeiten, die darin dazugekommen sind. Ich kann mich daran erinnern, ich weiß nicht, ob ich alle hinkriege. Also es war auf jeden Fall Fotografierfähigkeit. Da war es diese Saftfähigkeit. Also man konnte dann so Früchte auspressen. Es gab dann so richtige Saftmaschinen, aus denen man dann Nektar herstellen konnte. Und die Kung-Fu-Fähigkeit. Es gab irgendeine Kampf-Kung-Fu-Fähigkeit. Und ich weiß nicht, ob es noch irgendwas gab. Also auf jeden Fall werde ich alle Fähigkeiten perfektionieren, die da mit reingekommen sind. Das möchte ich unbedingt mit dir haben. Wir sollen einen Einheimischen heiraten, egal aus welchem Land. Da müssen wir dann mal gucken, wie wir das machen und dann Kinder bekommen. Und optionales Ziel ist auch, dass wir alle Gruften erkunden sollen. Da kann ich euch aber schon mal sagen, das werden wir auf jeden Fall machen. Ich möchte wirklich alles mit ihr erkunden. Und ja, ich freue mich sehr auf ihre Generation. Ich kann schon mal sagen, dass wir mit Frankreich anfangen werden, weil Luisa, also ihre Mutter, möchte auch nach Frankreich wegen ihrer Arbeit. Da muss sie irgendwas machen. Deswegen werden wir zuerst auf Frankreich gehen. Ich weiß nicht, ob wir uns dann immer so abwechseln. Da könnt ihr mir auch gerne mal schreiben, wie ihr das findet. Also ob ich immer abwechselnd in ein Land reisen soll. Oder ob ich erst ein Land komplett abarbeiten soll und dann ins nächste reisen soll. Ach so, ja. Und eine Sache möchte ich auch noch zusätzlich machen. Das steht auch nicht in den Regeln. Ich möchte in jedem Land ein Ferienhaus dann haben. Das geht aber erst ab der Höchstvisumsstufe, meine ich, mich zu erinnern. Genau, das möchte ich auch noch haben. Okay, gut. Aber ansonsten war das jetzt auch schon mit der ganzen Woche. Ihr seht es auch im Hintergrund, je nachdem, wie lange ich oder wie sich das schneide, dass ich Emilia noch zu Ende erstelle, umbearbeite, umstyle, besser gesagt, ist das richtige Wort. Und dann sehen wir uns dann sehr wahrscheinlich morgen schon. Ich denke mal, das kommt am Samstag und morgen kommt dann die erste Folge mit einer Reiseabenteuerfolge wieder. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und ja, bis morgen. Bye, bye.